Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich habe mir einiges vorgenommen heute für Sie. Ich möchte einiges erklären. Es geht um Gravitationswellen, die möchte ich erklären. Es geht um Quantenphysik, die möchte ich auch erklären. Und zwar speziell Quantenkorrelationen, für die es ja letztes Jahr den Nobelpreis für Physik gab. Beobachtung von Gravitationswellen mit quantengequetschten Laserlicht. Also in dieser Reihe, dieser Vorlesungsreihe von der Akademie in Hamburg, da wollen wir ja gleichzeitig Gravitation und Quantenphysik beleuchten, zusammen. Heute ist das Thema, also heute ist der Weg, wie wir beides zusammenbringen, ein bisschen indirekt. Und zwar wollen wir Gravitationswellen messen, die aus dem Universum kommen, wenn schwarze Löcher verschmelzen, mit Laserlicht auf der Erde. Und dieses Laserlicht hat Quanteneigenschaften. Und wenn wir die richtig ausnutzen, dann können wir die Messempfindlichkeit von diesen Gravitationswellenobservatorien verbessern. Also das ist die Verbindung. Wir sind ja immer froh, wenn es überhaupt irgendwelche gemeinsamen Experimente gibt, wo Quantenphysik, jetzt sogar Quantenkorrelation, zusammen wichtig sind, um etwas zu beschreiben, gleichzeitig mit der allgemeinen Relativitätstheorie. Das sind die Themen von heute. Wir haben also Gravitationswellen, die sind erstmals von Einstein 1915 oder 16 vorgeschlagen worden. Er hat also seine allgemeine Relativitätstheorie publiziert und sofort gesehen, da müsste es auch Wellen geben in der Struktur der Raumzeit, in der Struktur des Universums. Und ziemlich genau 100 Jahre später haben wir diese Wellen dann zum allerersten Mal gemessen. Also gemessen 2015, publiziert 2016. Einstein hat über die Theorie nachgedacht, 1915, publiziert 1916, also wirklich ziemlich genau 100 Jahre später. Produziert werden, werden sie zum Beispiel von verschmelzenden schwarzen Löchern. Hier auf diesem Bild, da sieht man jetzt aber, ja, ist ein Bild, hat ein Künstler geschaffen, kein Foto. Das sind zwei Neutronensterne, oder sollen zwei Neutronensterne sein, die sich umkreisen, dann so eng zusammenkommen, dass sie verschmelzen und dann zu einer großen Wahrscheinlichkeit zu einem schwarzen Loch werden. Da werde ich auch nochmal darauf zurückkommen. Also zwei Neutronensterne können auch Gravitationswellen produzieren. Wir messen das Ganze mit Laserstrahlen auf der Erde, denn irgendwann kommen die Gravitationswellen auch zu uns. Dauert sehr, sehr lange in der Regel, weil diese Verschmelzungen in der Regel auch sehr weit weg sind. So, und dann kommt jetzt die Quantenphysik. Wenn man Licht hat und man misst jetzt mit einem Messgerät diese Energie des Lichtes, dann hat man den photoelektrischen Effekt. Wir sehen Photonen, die zufällig erscheinen und damit durch die Zufälligkeit leider ein Rauschen produzieren. Das Rauschen kann so stark sein, dass wir die Gravitationswellen nicht mehr sehen können. Jedenfalls nicht mehr optimal. Und diese Zufälligkeit in der Quantenphysik, die ist wirklich inhärent in der Quantenphysik. Es gibt Unschärfen und wenn man daran Messung macht, dann ist das Ergebnis, weil es vorher unscharf ist, eben in gewisser Weise, in einer gewissen Bandbreite, zufällig. Und zwar echt zufällig. Darauf werde ich noch einige Male zu sprechen kommen heute. Diese Zufälligkeit war gleich am Anfang bei der Entwicklung der Quantentheorie 1920, war die offensichtlich für alle Physiker. Und das war auch erstmal kein Problem, bis Einstein ein ganz spezielles Gedankenexperiment skizziert hat, wo er glaubte, zeigen zu können, dass dieser Zufall nur ein scheinbarer Zufall ist und kein echter. Mit echten Zufall meine ich, etwas passiert ohne Grund. Es passiert ohne anders. Es passiert einfach so, es gibt keine Vorgeschichte. Das ist der echte Zufall. Und wir kennen natürlich aus unserem täglichen Leben keine echten Zufälle. Alles hat irgendwo einen Grund. Das ist in der Quantenphysik aber eben anders. Nachdem Einstein dieses Gedankenexperiment skizziert hat, hat er selber gedacht, nee, es gibt doch keinen echten Zufall. Der Alte würfelt nicht, hat er gesagt. Mit dem Alten meinte er Gott. Manche sagen, Einstein hat auch nicht an Gott geglaubt, sonst hätte er vielleicht auch nicht den Alten genannt. Gut, das weiß man nicht so ganz genau, wie er dazu stand. Und dieses Rauschen, dieses Quantenrauschen, diese Zufallserscheinung der Photonen, das kann man quantenkorrelieren. Und dadurch wird das Rauschen kleiner, und das nennen wir in der Quantenphysik, es wird gequetscht. Also das Rauschen wird kleiner, und bildlich werden Sie nachher noch sehen, dass das Wort quetschen in gewisser Weise auch ein
einen Sinn ergibt. Ach ja, und ganz zum Schluss wollen wir Einstein folgen und wir werden ein bisschen würfeln, um diesen Zufallscharakter, damit will ich den Zufallscharakter auf den Punkt bringen, dass Sie heute Abend was mitnehmen können über die Grundlagen der Quantenphysik. So, also, hier ist die Publikation von 1916, wo Albert Einstein Gravitationswellen vorschlägt. Das Ganze in der Preußischen Akademie der Wissenschaften, also zu der Zeit ist noch sehr viel publiziert worden in den Akademien. Und das hat sich dann kurz danach geändert, als es in den Journalen gab, wo man publiziert hat. Ich will darauf gar nicht genauer eingehen. Hier sieht man ein Foto von Albert Einstein 1912. Also da war er natürlich nicht, dieser ältere Herr mit zotteligem weißem Haar, sondern er war eben jung. Und in der Zeit hat er diese ganzen wissenschaftlichen Arbeiten auch gemacht, die heute so bekannt sind. 100 Jahre später, 2016, haben wir dann diese Publikation hier. Da bin ich auch Co-Autor, wie einige andere in Hamburg auch aus meiner Arbeitsgruppe, Doktoranden und Postdocs. Hier steht jetzt Beobachtung von Gravitationswellen von einem Binärsystem, was aus zwei schwarzen Löchern besteht. Die haben sich für Jahrmillionen umkreist, sind immer näher gekommen, haben sich zum Schluss berührt, haben dann ein größeres schwarzes Loch produziert und in dem Moment hat das ganze Universum, das Ganze noch nicht gewackelt, aber es gab eine Gravitationswelle, die sich ja mit Lichtgeschwindigkeit ausgebreitet hat und die haben wir gemessen. Hier stehen ein paar Informationen, ich drehe mich mal um. Also das Ganze ist passiert, kam auf der Erde an am 14. September 2015 um 9.50 Uhr der Weltzeit. Da war es dann in Deutschland 10.50 Uhr vormittags. Die Laserinterferometer LIGO, die haben das gemessen. Und was ist noch wichtig, die Stärke dieser Gravitationswelle, das werde ich auch noch gleich erklären, war 10 hoch minus 21. Also die Raumzeit hat sich um den Bruchteil 10 hoch minus 21 ausgedehnt und ist danach wieder geschrumpft. Das Ganze mit ungefähr 100 Hertz. Diese Frequenz hat sich geändert. Das heißt, wir haben hier eine Ausdehnung des Universums und eine Schrumpfung. Die ist so unglaublich klein, da ist der Durchmesser des Protons, ist da gigantisch dagegen. Also das ist unfassbar klein. Hier steht, dass wir sehr schnell herausgefunden haben, dass ein schwarzes Loch mit der Masse von 36 Sonnenmassen und ein weiteres mit 29 Sonnenmassen miteinander verschmolzen sind und dann ein schwarzes Loch von 62 Sonnenmassen gebildet haben. Das ist also die Originalpublikation. Der ganze Pressewirbel und die Pressemitteilungen waren eben auch am 11. Februar. Dieses Bild findet man in dieser Publikation. Hier sieht man die Originalmessdaten von dem Observatorium. Das sind diese oberen beiden verrauschten Spuren, die so oszillieren. Man sieht hier unten zum Beispiel auch, was das Observatorium sieht, wenn keine Gravitationswelle da ist, also so ein bisschen Rauschen. Ein Teil des Rauschens ist tatsächlich auch Photonenrauschen, also diese von mir erwähnte zufällige Ankunftszeit der Photonen. Die rauschen eben. Und dieses Rauschen stört uns natürlich, das würden wir gerne wegglätten. Dann sieht man hier aber, wie unser Messapparat, also wie LIGO, hier mehr Licht sieht und mal weniger. Und das ist genau die Gravitationswelle, denn hier wurde der Raum gedehnt, hier ist er geschrumpft, hier wurde er wieder gedehnt. Und hier sieht man, was das wohl verursacht hat. Zwei kleinere schwarze Löcher verschmelzen zu einem großen. Und das ist auch zeitlich hier so ziemlich genau abgepasst. Also wenn die weit voneinander weg waren, als sie noch weit voneinander weg waren, war das nicht zu messen. Dann sieht man hier die ersten Schwingungen. Und hier ist eben, wo es abrupt aufhört, genau der Bereich, wo dann ein einziges rundes schwarzes Loch übrig ist. Das macht keine Gravitationswellen mehr. Ist jetzt für uns nicht mehr sichtbar, dieses schwarze Loch. Und es ist wirklich nur der Verschmelzungsprozess, den konnten wir messen. Das Ganze 1,3 Milliarden Lichtjahre entfernt, auch das kriegt man aus diesen Daten heraus. So, was sind Gravitationswellen? Das will ich erklären. Noch ist es dunkel und ich fange an mit diesem Bild. Ich erkläre erstmal, wie man sich eine Gravitationskraft vorstellt, nach der Idee von Albert Einstein. Massen krümmen die Raumzeit. Schon viel gehört, diesen Satz. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass um schwere Massen herum wir mehr Raumzeit haben.
Das heißt, diese Delle, die Sie hier sehen, bedeutet nichts anderes, als dass wir mehr Volumen, mehr Zeit, mehr Raumzeit haben in der Nähe einer schweren Masse, als man von der Entfernung her denken würde. Also, ja, deswegen auch dieses zweidimensionale Bild. Wir haben hier ein zweidimensionales Raster. Und wenn man jetzt außen lang misst, wie bei einem Blatt Papier, 30 cm mal 20, dann rechnet man aus, was die Fläche von dem Papier ist, indem man die Zahlen mal nimmt. Aber wenn das Papier eine Delle hat, also wirklich so runtergebogen ist, dann hat man natürlich mehr Oberfläche, weil man bei dieser einfachen Rechnung natürlich angenommen hat, das Papier wäre flach. Deswegen dieses Bild für den dreidimensionalen Raum. Wenn man also in einer Rakete sitzt, die Sonne herumfliegt, also die Sonne, der Effekt von der Sonne ist sehr, sehr klein, das ist ein bisschen übertrieben dargestellt hier. Wir fliegen mit einem Raumschiff um ein schwarzes Loch herum und einen Kreis, und dann wissen wir, okay, Kreis, Umlauflänge, dann sagen wir, die Raumzeit da drin müsste so und so groß sein. Wenn man dann aber Richtung schwarzes Loch fliegt, stellt man fest, boah, hier ist ja viel mehr Raumzeit. Wer hat Men in Black 3 gesehen, als im Bahnhof man in das Schließfach reinguckt und feststellt, in diesem kleinen Schließfach war ein ganzes Universum. So ungefähr ist das bei einem schwarzen Loch. Man steht in großer Entfernung und denkt, alles kompakt. Und dann guckt man da rein und auf einmal denkt man, boah, hier ist ja richtig viel Raumzeit. Das bedeutet dieses Bild. Wir haben mehr Raumzeit in der Nähe von schweren Massen. Wenn diese Massen machen also mehr Raumzeit, die dehnen die Raumzeit Richtung Masse. Und jetzt kommt der Unterschied zur Gravitationswelle. Und ich hoffe, das kann man hier ganz gut sehen. Eventuell müsste man noch ein bisschen abdunkeln. Diese Dehnung der Raumzeit, wenn wir ein dynamisches System haben von zwei schwarzen Löchern, die sich umkreisen, dann haben wir diese beiden Dellen, die sich auch umkreisen. Und diese Dellen, das breitet sich nach außen hin aus. Und im Fernfeld, also ganz weit weg, sehen wir dann die Gravitationswelle. Und das Besondere ist, bei der Gravitationswelle wird der Raum senkrecht zur Blickrichtung zu den beiden schwarzen Löchern, zu dem einen schwarzen Loch, was man jetzt auch nicht mehr sehen kann, weil es sehr dunkel ist, gedehnt. Und das habe ich auf dem nächsten Bild hier nochmal veranschaulicht. Der Raum wird bei einer Gravitationswelle nicht in Richtung der schwarzen Löcher gedehnt, sondern der Raum wird senkrecht dazu gedehnt. Sie sehen hier als Beispiel, ich betrachte nur eine einzige Richtung, in der Richtung, aber die Gravitationswelle läuft natürlich in alle Richtungen weg, ja, haben Sie gerade gesehen. Ich betrachte nur die eine Richtung, weil wir wohnen hier auf der Erde. Und wir gucken in Richtung dieser beiden schwarzen Löcher, die sich umkreisen mit einer bestimmten Frequenz, zum Beispiel 100 Mal pro Sekunde, kurz bevor sie verschmelzen. Der Raum wird jetzt aber senkrecht gedehnt, also zum Beispiel hier in dieser Richtung oder eben in der Richtung. Ja, also wir haben auf einmal mehr Raum in der einen Richtung und dann schrumpft das Universum wieder. Und das ist eigentlich eine ideale Situation, um hier mit einem Laserinterferometer diese Entfernungsänderungen zu messen. Es sind wirklich Entfernungsänderungen. Wenn hier ein Raumschiff, nehmen wir an, da ist ein Raumschiff und hier ist ein zweites, und beide sind sozusagen ohne Antrieb, sie sind einfach fest an ihrem Koordinatensystem des Universums, und jetzt kommt eine Gravitationswelle durch, dann entfernen sich diese beiden Raumschiffe voneinander, ohne dass ein Raumschiff irgendwie starten würde. Es ist also wirklich wie auf einem Gummiband. Zwei Punkte auf einem Gummiband und die Raumzeit dazwischen wird gedehnt. Also es ändern sich Entfernungen, obwohl die beiden Objekte, die sich entfernen, vor Ort nicht bewegen. Und das soll das hier veranschaulichen, ja, also die Dehnung des Raumes. Also wird diese Strecke mal gedehnt und dann auch mal wieder gestaucht und diese hier auch, aber beide genau antizyklisch. Also wenn der Weg hier länger wird, wird der kürzer. Und das bedeutet bei einem Laserinterferometer, dass das zurückkommende Licht nicht mehr auf demselben Interferenzpunkt sitzt, sondern dass die Interferenz zeitabhängig wird und dass im Ausgang mal helleres und mal dunkleres Licht ankommt. Und das haben wir gerade gesehen, wie das Licht heller wird, wieder dunkler wird, wieder heller, wieder dunkler. Und das ist eben genau produziert worden durch so eine dynamische Dehnung der Raumzeit. Also in diesem Fall, sagen wir mal, diese beiden schwarzen Löcher sind noch relativ weit voneinander entfernt. Dann greifen wir da die Fotospannung ab. Also eine Fotodiode sieht das Licht, da gibt es den fotoelektrischen Effekt. Es werden Photonen gemessen, das rauscht ein bisschen, aber aus dem Rauschen heraus kommt dann eine sich ändernde
Lichtleistung. Also hier ist eine gewisse Lichtleistung, vielleicht 50 Milliwatt, die geht ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Und das wäre jetzt eine harmonische Gravitationswelle, weil die beiden schwarzen Löcher noch lange nicht verschmelzen werden. Das hier ist eine Luftbildaufnahme von LIGO Livingston. Das ist im Süden der USA. Und zwar ist das hier L1, ist Livingston, in der Nähe von Baton Rouge. Oder das wiederum ist in der Nähe von New Orleans. Und da gibt es übrigens ein sehr schönes Besucherzentrum. Wenn Sie da mal in der Nähe sind, dann gehen Sie mal da rein. Nee, da nicht, da. Und also da bin ich einmal gewesen und das ist sehr schön aufbereitet. Und in diesen beiden Armen, die man hier sieht, da läuft nun Laserlicht lang. Gehen wir mal dahin. Das sind 4 Kilometer Vakuumröhre. Ganz hier hinten hängt ein Spiegel an einem Pendel. Und dieses Pendel ist dafür da, dass der Spiegel durch die Umgebung nicht gestört wird, sondern der Spiegel soll wie ein freischwebendes Raumschiff an diesem Punkt stehen bleiben und nicht gestört sein. Und jetzt kommt die Gravitationswelle und ändert die Entfernung von hier bis dort oder im Vergleich zu dem anderen. Und wir sehen dann hier in der Mitte die Interferenz, die sich dynamisch ändert, die Helligkeit ändert sich von dem Licht und wir sehen unser Signal. Ein Kunststück ist, es hinzubekommen, dass dieser Spiegel nicht bewegt, weil hier Bäume umgesägt werden, die umfallen, der ganze Boden erschüttert, die ziehen den Baum aus dem Wald, das ist nämlich Forstwirtschaft, hier in dem Regenwald. Und das war lange Zeit ein ganz großes Problem, dass da ständig so viele Störungen waren, dass man gar nichts messen konnte. Aber das hat man inzwischen ganz gut gelöst durch aktive Dämpfungsstufen, die also quasi unter den ganzen Gebäuden sind. Jetzt gehen wir mal zu Hanford. Das ist also hier oben. Ja. 3000 Kilometer entfernt über den amerikanischen Kontinent. Das Licht bräuchte geschickt von einem Observatorium zum nächsten 10 Millisekunden. Und wie man hier sieht, Hanford ist quasi in der Wüste aufgebaut. Dort ist es viel, viel ruhiger. Dort sind wenige Leute, die rumlaufen und irgendwie Lärm machen. Da gibt es auch keine Kängurus, sind ja nicht in Australien. Da ist sowieso wenig los, weil gar nicht so weit davon entfernt wurden früher Nukleartests gemacht. Da ist der Boden etwas verseucht. Da möchte man auch gar nicht rumrennen oder rumfahren. Also dort ist es etwas ruhiger. Wichtig war eben, dass die beiden schön weit auseinander liegen. Denn nur wenn beide Detektoren, das war von Anfang an der Plan, nur wenn beide ein identisches Signal sehen, dann hat man genug Vertrauen, dass das wirklich ein Gravitationswellensignal sein müsste, was aus den Entfernungen des Universums kommt. Und das ist eben an diesem Tag 2015 passiert. Ein paar Bilder, also diese 4 Kilometer langen Vakuumrohre sind nochmal geschützt durch einen dicken Betonmantel. Warum? Das ist zum Beispiel bei anderen Gravitationswellendetektoren nicht der Fall. Naja, in den USA ist es halt so, die Leute reiten gern durch die Gegend und schießen ja, so rum. Und wenn eine Kugel durch so ein Stahlrohr, in dem ein Vakuum ist, durchschlägt, dann hat man ein riesengroßes Problem. Ein gut evakuierter Raum strömt voll Luft und es gibt quasi eine Implosion. Um das zu verhindern, hat man das quasi schusssicher gemacht. Das werden Sie gleich sehen, dass das in Deutschland ganz anders aussieht. Wir haben ja auch einen Gravitationswellendetektor. Wenn man also da reinguckt, in so ein Endgebäude, dann sieht man aufgehängte Spiegel, die wiegen pro Stück 40 Kilogramm, sind aus reinem Quarzglas, sind die besten Optiken, die man herstellen kann. Und die hängen an dünnen Fasern, die man gar nicht sehen kann hier. Also das hier ist der untere Spiegel. Der hat noch eine Schutzkappe drauf, damit da bloß kein Staub drauf kommt. Hier gehen dünne Quarzfasern, also so ja, Glasfasern hoch, bis zu diesem Spiegel. Das ist aber auch nur eine mittlere Pendelstufe, das geht noch mal höher. Man hat also ein Dreifachpendel, um zu verhindern, dass Störungen von außen durch die Pendelstufen durchkoppeln. Und man sieht auch, die Leute haben Staubschutzanzüge an. Es ist ganz wichtig, dass das extrem sauber ist und dann müssen die auch schnell raus, weil irgendwann wird natürlich abgepumpt. Und dann ist da ein Restgasdruck drin, vielleicht von 10 hoch minus 8 Millibar, also ein sehr, sehr gutes Vakuum, besser als man im Universum hätte. Jedenfalls in der Erdnähe oder in Satellitennähe. Okay, also das sind unsere freischwebenden Testmassen, die an ihrer Koordinaten bleiben und zwischen denen wir Entfernung messen.
jetzt haben wir das hier quasi alles verstanden. Dieses Licht läuft 4 Kilometer lange Strecken. Wenn die Strecke sich dehnt, ändern sich die Wellenfronten, der Interferenzpunkt ändert sich. Auf dieser Fotodiode wird es mal heller, mal dunkler, das sieht man genau hier. Und Rauschen gibt es aufgrund von Photonen, es gibt noch andere Rauschprozesse, ganz klar, also umfallende Bäume zum Beispiel, gibt es natürlich auch. Und man hat hier eine Zeitdifferenz von 10 Millisekunden und hier sieht man die blaue Kurve, die gehört nämlich zu dem Detektor, zum LIGO-Detektor, und zum Livingston-Detektor, und die rote gehört zum Hanford-Detektor. Und die musste man, da steht hier, shifted und invertiert hat man das für das Bild. Invertiert, also erstmal shifted um 7 Millisekunden, weil die Gravitationswelle, na, ich mach's doch lieber von der Seite, die Gravitationswelle kam vom Süden unter so einem Winkel und hat dann mit ihren ebenen Wellenfronten zuerst den Detektor erwischt und dann ist es hier so 7 Millisekunden weiter gewandert und hat dann den Detektor erwischt. Das Bild sieht sehr identisch aus, musste aber um 7 Millisekunden verschoben werden. Und man sieht auch, dass dieses L, diese beiden Arme, andersrum stehen als hier. Deswegen steht er noch invertiert, bis es dann schön passt. Und dass das so gut passt, das hat uns dann überzeugt, das ist jetzt die allererste Gravitationswelle, die wir gemessen haben. Dafür gab es dann 2017 den Nobelpreis für Physik für die drei Amerikaner, die das LIGO-Projekt sich ausgedacht haben, die Physik durchgerechnet haben, ob man das überhaupt machen kann, und natürlich auch mit koordiniert haben und auch theoretische Überlegungen gemacht haben bezüglich möglicher Quellen. Also wie viele schwarze Löcher gibt es eigentlich, die wie weit weg sind? Haben wir eine Chance, sowas zu messen? Und dafür waren die drei Herren hier dann letztendlich verantwortlich. Rainer Weiss ist sogar in Deutschland geboren, aber ist dann sehr, sehr früh in die USA gegangen. Und Barry Barish, den kenne ich vielleicht am besten von den dreien, der hilft mir bei meinem nächsten Antrag für einen neuen Sonderforschungsbereich in Hamburg. Da hat er sich bereit erklärt, das Korrektur zu lesen, was mich sehr, sehr freut. Und jetzt möchte ich noch die europäischen Detektoren zeigen, die auch Gravitationswellen gemessen haben, und zwar Virgo. Virgo ist etwas später fertig geworden als LIGO, ist 3 Kilometer groß und in der Nähe von Pisa. Und ist aber ja eben ein Jahr später ungefähr mit dazu gestoßen. Und jetzt gibt es drei große Gravitationswellenobservatorien, wo man eben sogar dreifach Koinzidenzen, also dreimal das gleiche Signal über den Erdball verteilt messen kann, was die Signifikanz nochmal deutlich erhöht. Und in Hannover haben wir, also südlich von Hannover, haben wir GEO 600. Da habe ich auch mal gearbeitet in so einem Vakuumtank und habe was gelötet. Und der ist eben viel kleiner mit 600 Meter und hat leider bisher keine Gravitationswellen messen können. Und das liegt daran, weil GEO 600 erst ab ungefähr 400 Hertz richtig empfindlich wird. Und alle Quellen, die wir bisher hatten, schwarze Löcher, die verschmolzen sind und so weiter, die haben nur Frequenzen produziert, die eher so bei 30 bis 200 Hertz liegen, sodass wir da bisher noch keinen Erfolg hatten. Aber die Empfindlichkeit ist natürlich einfach auch kleiner. Hier sieht man mal, wie in Deutschland Vakuumrohre aussehen, einfach so so Stahlblech, was so gewellt ist. Hier ist also ein 600 Meter langes Rohr. Ich zeige mir, wie der Laser hier reinkommt. Also der Laser kommt von hier rein. Der Laserstrahl, infrarotes Laserlicht, hier ist ein Strahlteiler, dann geht das 600 Meter in diese Richtung, 600 Meter in die, fällt auf den Spiegel, kommt zurück, hier ist die Interferenz und hier ist dann der Ausgangsstrahl, wo die Fotodiode steht und dann die Intensitätsänderung messen kann. Mit dem Photonenrauschen leider dabei. Seit 2015, seit der ersten Messung von Gravitationswellen, haben wir aber ungefähr 100 weitere Signale gemessen. Und hier hat jemand, ein Kollege von mir, Aaron Geller, hat alle Ereignisse, die wir bisher gemessen haben, mit LIGO und Virgo, zusammengefasst in diesem Bild. Auf dieser Achse hier ist quasi nichts Wesentliches aufgezeichnet. Hier, nur damit das irgendwie schön sich arrangiert, hier sieht man dagegen die Anzahl der Sonnenmassen von diesen Objekten. Und die blauen Punkte sind schwarze Löcher, die wir vor der Gravitationswellenastronomie gar nicht kannten, die verschmolzen sind zu schwereren, also man hat immer drei Stück zum Beispiel von dieses, verschmilzt mit dem und hat dann hinterher ein schwereres produziert. Und die größten, die wir bisher gemessen haben, waren hier so etwas wie 75 Sonnenmassen und hier knapp über 100,
bilden dann ein neues schwarzes Loch mit 160 Sonnenmassen. Das größte stellare schwarze Loch, von dem wir Erkenntnis haben, ist dieses mit 160 Sonnenmassen. Es gibt natürlich noch die supermassiven schwarzen Löcher in Zentren von Galaxien, die auch Milliarden Sonnenmassen schwer sind. Die sind hier nicht dabei. In diesem Rotton sind schwarze Löcher, die wir auf andere Art und Weise gemessen haben. Und Neutronensterne reihen sich hier schön auf. Und hier sieht man in Orange die einigen wenigen Neutronensternverschmelzungen, die wir anhand von Gravitationswellen messen konnten bisher. Also auch einige. Verschmelzung von Neutronensternen, da wollte ich noch was zu sagen. Also wie gesagt, die haben wir auch gemessen. Das ist aber ein künstlerisches Bild. Aber was wir wissen ist, dass bei diesen Ereignissen im Wesentlichen die schweren Elemente entstehen, die wir kennen, wie zum Beispiel Gold. Jemand hat ausgerechnet, dass bei der ersten Verschmelzung von Neutronensternen, die wir als Gravitationswellen gemessen haben, dass dort Gold in einer Menge von 3 vollen Erdbällen entstanden ist. Also 3-mal die Erde pures Gold. Das heißt, wir haben, wenn man in der Nähe wäre und man könnte das irgendwie aufsammeln, dann wäre man natürlich reich, das quasi überall Gold. So. Jetzt möchte ich zur Quantenphysik kommen. Und da müssen Sie nochmal gut aufpassen und mir genau folgen, weil ich versuche Ihnen meinen Gedankengang genau zu erklären. Und weil das mein Spezialgebiet im Grunde genommen ist, also noch spezieller als Gravitationswellendetektion ist mein Spezialgebiet die Quantenphysik. Und das will ich jetzt mal versuchen. Sie sehen hier nochmal das Laserinterferometer. Da sind jetzt ein paar mehr Spiegel, weil es eben auch noch optische Resonatoren gibt. Man sperrt das Licht noch zwischen 2 Spiegeln ein, damit man dort intensiveres Laserlicht hat, damit man die Gravitationswellen noch besser messen kann. Das ist aber hier gar nicht so interessant. Was interessant ist, ist, dass wir quasi monochromatisches Licht verwenden. Dieses Licht ist also ultrastabil. Das können Sie sich vorstellen wie eine Sinuswelle. Und die Sinuswelle ist kilometerlang. Da gibt es nicht die kleinste Abweichung von einem perfekten Sinus, bis auf Quantenunschärfe. Es gibt also keine Helligkeitsänderung auf dem Licht, keine Frequenzänderung auf dem Licht, keine Phasenverschiebung, dass mal der Knoten ein bisschen wackelt von dieser Sinuswelle. Das gibt es nicht. Es ist super, super stabiles Licht. Und da gibt es in der Mathematik sogenannte Fourier-Transformation. Und die besagt, wenn man so eine perfekte Welle hat, dann ist die Energieverteilung in der Zeit entsprechend über diese gesamte Welle verteilt. Das ist Mathematik. Das ist Fourier-Transformation von Spektrum in die Zeit und zurück. Ich habe hingeschrieben, monochromatisches Licht, um jetzt die Fourier-Transformation zu nehmen und Ihnen zu sagen, Energie in dem Lichtstrahl ist quantenmechanisch unscharf über Kilometer, über Hunderte von Kilometern. Es gibt keine Photonen, die an einem Punkt sein können, weil das der Fourier-Transformation widersprechen würde. Sämtliche Energie ist weich verteilt, wir sagen auch verschmiert. Wenn man jetzt aber mal Messungen macht auf dieser Fotodiode und sagen wir mal pro Millisekunde nachguckt, wie viel Licht ist da eigentlich, dann fallen in dieses kurze Segment von einer Millisekunde, weil die Photonen über eine Sekunde verschmiert sind, Photonen rein, ja, weil es wird ja Energie gemessen, aber die genaue Anzahl der Photonen ist echt zufällig. Ja, Sie haben also kilometerlanges Licht, Photonen sind dort verschmiert und jetzt sagen Sie, und wie viele Photonen habe ich jetzt in diesem kurzen Zeitsegment? Sie messen was, aber die Anzahl der Photonen ist zufällig, weil es vorher keine Informationen gibt, wo die Photonen sein könnten, wegen Mathematik. Ja, also da kann man nicht drum herum diskutieren. So, und jetzt habe ich das hier nochmal genauer aufgemalt. Also, Sie messen in sehr kurzen Millisekundenintervallen die Photonenzahl und die habe ich hier aufgetragen. Und die ist jetzt unterschiedlich und dieses Rauschen hier ist echt zufällig. Das kann man mathematisch im Grunde genommen zeigen. Und das stört natürlich, ich habe hier nochmal eine Gauss-Verteilung drüber gemalt, um Ihnen zu zeigen, dass diese Schwankung um den Mittelwert herum einer Gauss-Verteilung entspricht. Und die Abweichung, die statistische Abweichung vom Mittelwert ist Wurzel der mittleren Photonenzahl. Das kommt aus der Zählstatistik. Wenn Sie eine Zählstatistik haben, die Gauss verteilt ist,
Und die C-Statistik ergibt sich aus n-Ereignissen oder aus n-Teilchen, dann ist die Standardabweichung, also die halbe Breite des Gauss-Profils, genau Wurzel n. Und das ist dann zufällig. Das sind echte Zufälle und diese Breite hier beschreibt den echten Zufall. So, das stört natürlich unsere Messung von Gravitationswellen, denn jetzt könnte natürlich hier eine Oszillation aufgrund der Gravitationswelle überlagert sein. Man sieht aber schon, das stört. Dass das so rauscht, stört, weil ich kann diesen Sinus nicht mehr richtig gut messen, jedenfalls nur mit ganz schön Rauschen drauf. Und jetzt ist es so, dass wir in der Quantenoptik eine Methode entwickelt haben, das zu verbessern, indem wir einen sogenannten Quetschlaser einsetzen, und zwar genau an der Stelle, wie man das hier sieht. Und dann passiert das Folgende, dass dieses Rauschen hier auf einmal glatter ist. Die Statistik, der Zufall ist eingeengt und wir können die Gravitationswelle darauf besser messen. Und diesen Laser, den habe ich seit ungefähr 2002 bis 2010 mit meiner Arbeitsgruppe in Hannover da noch entwickelt. Wir haben bei Geo 600 dieses Gerät getestet. Es war super. Die Messempfindlichkeit bei hohen Frequenzen leider nur wurde besser. Und seit 2019 ist aufgrund dieses Forschungserfolges eben auch bei LIGO und Virgo inzwischen so ein Quetschlaser eingebaut. So sah er aus. Das ist der Quetschlaser, den wir in meiner Arbeitsgruppe gebaut haben. Der hat 1,5 Quadratmeter und wiegt 120 Kilogramm, ist also tragbar. Und zwar von 6 Leuten haben wir den tatsächlich hochgehoben und haben den dann. Also es war eine Doktorarbeit. Ja. Die Doktorarbeit hat, also wir haben natürlich 10 Jahre Vorexperimente gemacht und dann kam eine Doktorarbeit, wo genau dieser Laser hier aufgebaut wurde. Und ich habe hier so einen blauen Kreis gemalt um das Herzstück. Hier ist der Quetschresonator. Der ganze Rest ist nur zum Pumpen, Pumplichtkontrolle, also Stabilisierung und so weiter. Da schauen wir mal rein. Das ist eben so eine kleine Kiste, nur 6 cm groß. Und da drin ist nur ein kleiner Kristall und ein Spiegel und es gibt einen Quetschlaser-Resonator, das ist die eine Spiegelseite, das ist die andere und hier wird mit grünem Licht gepumpt bei der Wellenlänge 532 Nanometer, was zufällig genau mein Laserpointer hier auch hat. Und dann produziert man gequetschtes Licht bei der doppelten Wellenlänge, nämlich bei 1064 Nanometer. Das ist genau die Wellenlänge, die wir benutzen für Gravitationswellenobservatorien. Also das ist temperaturstabilisiert, genau justiert, also in Feinstarbeit sozusagen stabil aufgebaut. Und das Gerät haben wir dann also vom Albert-Einstein-Institut, bei dem ich damals war, was ja von Herrn Danzmann geleitet wird, den Sie vielleicht kennen, haben wir eingepackt, haben dann den selber mit einem Miet-LKW 20 Kilometer nach Süden gefahren. Hier sieht man, wie man in Deutschland Vakuumröhren gegen Gewehrschüsse schützt, also gar nicht geschützt, da ist nur ein dünnes Blech nochmal drauf. Haben den da in das zentrale Gebäude reingebracht, was Sie vorhin schon gesehen haben, und waren dann wirklich froh, dass alles noch heile war. Und es hat ein paar Monate gedauert, bis wir den dann angeschlossen hatten an Geo 600. Und das war dann eben so ein großer Erfolg für uns alle im Jahr 2010. 2019 kam dann, der Einbau in LIGO von Quetschlicht und auch in Virgo. Ja, hier steht Virgo. 9 Jahre später hat dazu geführt, vorhin tauchte die Frage auf, wie viel besser sind die denn jetzt? Und hier habe ich es mal unterstrichen. Also gequetschtes Licht, auf Englisch squeezed light, wurde eingebaut. Increasing the expected detection rate by 40%. Also wenn ich dieses Bild vorhin gezeigt habe mit den schwarzen Löchern, 40-prozentige Verbesserung hat es gegeben aufgrund von dem gequetschten Licht. Also mehr Ereignisse und das ist natürlich schon ziemlich signifikant und hat mich persönlich auch sehr gefreut. Jetzt kommt der finale Teil zur Quantenstatistik und zur Quantenphysik. Hier möchte ich nochmal genauer nachgucken. Wir wollen ja auch noch würfeln. Wir wollen ja nochmal Zufallszahlen würfeln. Also, ich habe also Laserlicht, was über viele, viele Kilometer quantenmechanisch verschmierte Energie hat. Ich zwinge die Energie jetzt in kurze Messintervalle von einer Millisekunde und die Photonen, die da reinfallen, fallen da zufällig rein, wie Regentropfen bei Ihnen auf einer, weiß ich nicht, auf einer Wiese, auf einem Balkon, wo Sie so Gläser hinstellen. Natürlich ist überall Wasser drin nach einem starken Regen, aber nicht überall gleich, ja, weil natürlich unterschiedlich viele Regentropfen reingefallen sind. Und so können Sie sich auch vorstellen, wir haben Zeitbereiche, wo Photonen reinfallen müssen.
Und jetzt mal ein Zahlenbeispiel. Nehmen wir mal an, wir haben einen monochromatischen Laserstrahl, da steht hier, und wir haben 10 hoch 7 Photonen pro Sekunde. Das ist nur eine Zahl, die insofern ganz gut ist. Werden Sie gleich sehen, kann man schön durch 1000 teilen, hat man 10 hoch 4. Also wir haben 10 hoch 7 Photonen, die alle über eine große Strecke verschmiert sind und nicht lokalisiert und alle sind ununterscheidbar. Und jetzt machen wir diese kurze Messung. Und nehmen wir mal an, wir machen 1000 Messungen, also wir messen pro Millisekunde. Wir haben eine Sekunde das Licht und wir messen, wie viele Photonen fallen in Millisekunden lange kleine Körbchen. Dann haben wir im Mittel statt 10 hoch 7 natürlich jetzt ein Tausendstel. Das sind also 10.000 Photonen, ja, weil 10 Millionen durch 1000 sind 10.000. Und jetzt können wir unsere Wurzel schön anwenden. Das heißt, statistisch aufgrund des echten Zufalles haben wir plus minus 100 in diesen einzelnen kurzen Segmenten drin. Das kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen. 10.000 im Mittel, aber jeder Balken schwankt so plus minus 100 im Mittel und da gibt es natürlich alle möglichen Zahlen, die da auftauchen. Und das Besondere an dem gequetschten Licht ist, dass diese echte Zufallsbreite auf einmal reduziert ist auf vielleicht nur noch plus minus 10, nicht mehr plus minus 100. Und da fragt man sich, wie kann das sein, wenn jetzt wirklich diese Regentropfen in die Gläser oder die Photonen in die einzelnen Zeigsegmente in einer geglätteten Struktur reinfallen, da muss doch jemand Hand angelegt haben. Das kann doch kein echter Zufall mehr sein. Man muss doch jetzt sortieren. Man guckt, oh, im Nachbarglas ist schon so viel Regen drin, jetzt muss hier auch mal ein paar mehr Regentropfen rein. Irgendwer muss doch da was machen, damit aus dieser echt zufälligen Verteilung eine glattere wird. Ja, und das ist das gedankliche Problem, womit sich Einstein auch beschäftigt hat. Und jetzt gehen wir zum Würfel über, um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen. Wir haben hier einen Würfel, der hat 6 Seiten und alle Zahlen sind drauf von 1 bis 6. Und das heißt, wir würfeln einfach und wir sollten jetzt so nach und nach Zahlen sehen. Aber allerdings ist die Überschrift von der Folie Illustration gequetschter Zufallszahlen. Was man jetzt schon langsam ahnt, da fallen ja eigentlich nur, da war eine 2, 3, 4, schon wieder eine 3. Ja, also wir haben ein Objekt, von dem wir erwarten, dass eigentlich alle Zahlen, dass die volle Zufallsbreite abgedeckt wird von 1 bis 6. Wir beobachten aber, dass aus irgendeinem Grund, der uns unbekannt ist, eigentlich nur 3 und 4 fallen. Manchmal fällt auch eine 5 oder eine 2. Und das ist eine gequetschte Zufälligkeit. Und das ist genau beim gequetschten Licht auch der Fall. Wir sehen, obwohl wir wissen, es müsste plus minus Wurzel n fluktuieren, sehen wir eine kleinere Fluktuation. Das ist also genau das. Und das ist schön für uns, weil wir dann die Gravitationswelle besser messen können. Da oben habe ich es nochmal hingeschrieben. Die Zufallstatistik ist enger, als man erwarten würde. Da habe ich mir eine 2. Sie ist gequetscht. Und was man jetzt auch noch beobachten würde, wenn man das jetzt länger laufen lassen würde, also nochmal eine halbe Stunde, ja, dann würde man sehen, dass sich der Mittelwert, um den das herum statistisch fluktuiert, auch mal wegdriftet. Also mal ist vielleicht fallen eine Zeit lang nur noch 5 und 6. Mit einer 4 mal dabei. Oder nur noch 2. Das driftet mit der Zeit zufällig weg, sodass, wenn man über ganz lange Zeiten guckt, dann doch wieder feststellt, die 1 und 2 und 3 und 6 tauchen alle gleich häufig auf. Das ist also schon der Fall. Aber für gewisse Zeiten ist es glatter und das nutzen wir bei Gravitationswellendetektoren. So, und das genau macht dieser Quetschlaser, der eben ja, eine glattere Photonenstatistik produziert. So, und jetzt kommt Einstein und sagt, er hat ja immer schon so Bedenken gehabt bei der Quantentheorie und sagt jetzt, okay, das kann ja nur sein, wenn die Zahlen vorbestimmt sind. Also der Würfel ist ja definitiv kein echter Zufallswürfel. Er würde argumentieren, hier ein Beispiel, wenn ich sehe, wie der, er weiß auch, dass das wegdriftet, ja, dass also das nicht immer 3 und 4 sind, manchmal auch 5 und 6. Aber wir sagen, okay, wenn ich jetzt einmal hingucke und da ist eine 3, dann kann ich ja eine Vorhersage machen, dass in den nächsten Millisekunden oder Sekunden auch wieder mehr 3 und 4 fallen. Aber wenn ich eine Vorhersage machen kann, dann ist es ja kein echter Zufall. Wer würde dem Argument beipflichten? Wenn ich etwas vorhersagen kann, wie auch immer ich das schaffe, indem ich zum Beispiel auf ein Messergebnis gucke. Ich gucke auf die ersten 2, 3 Würfelzahlen und mache dann eine Vorhersage für die nächsten. Und Einstein hat gesagt, okay, das ist der Beweis. Dieses Experiment, was laut Quantentheorie geht, das Experiment nämlich, und gequetschtes Licht ist ja ein Beispiel, dann
gibt es den echten Zufall in der Quantenphysik eben doch nicht und der Alte würfelt eben nicht. Also Einstein war mit dem Zufall zufrieden, aber als er das sich überlegt hatte, zum Beispiel gequetschtes Licht, da sagte er, nee, da haben wir uns in der Quantentheorie jetzt ein bisschen vertan. Also es gibt den echten Zufall doch nicht, die Quantentheorie ist wahrscheinlich gar nicht vollständig, wir müssen die Quantentheorie nochmal neu bearbeiten. Und das hat sich aber nicht herausgestellt, dass das wahr ist. Man weiß seit 1970er Jahren, 1980er, dass Einstein sich hier vertan hat. Allerdings ist es für uns nach wie vor schwierig, da klar im Kopf zu werden. Also die Photonenzahlen, die wir messen, sind echt zufällig, aber sie sind untereinander korreliert. Und das nennen wir Quantenkorrelation. Und für diesen Begriff Quantenkorrelation gab es letztes Jahr den Nobelpreis. Für Alain Aspé, John F. Clauser und Anton Zeilinger. Und jeweils zu einem Drittel. Und ich habe hier mal zitiert, was das Nobelpreiskomitee geschrieben hat. Also Nobelpreis für Experimente mit verschränkten Photonen. Da komme ich gleich noch zu. Verschränkung hat sehr viel zu tun mit gequetschtem Licht, die Verletzung der Bell'schen Ungleichung nachweisen und den Weg für die Quanteninformationswissenschaft ebnen. Ich würde jetzt noch dazu sagen, die drei haben den Nobelpreis bekommen, weil sie gezeigt haben mit Experimenten, dass es in der Quantenphysik den echten Zufall gibt, dass es wirklich, Dinge passieren ohne Anlass, ohne Grund, echt zufällig. Gleichzeitig es aber in diesen Prozessen Korrelation geben kann. Dass es also nicht stimmt, dass wenn ich zwei Zufallsprozesse habe, den einen beobachte und da fällt eine 3, dass ich dann, wenn ich dann sagen kann, der andere Zufallsprozess zeigt jetzt auch eine 3, dass das ein Beweis wäre, dass beides nicht echt zufällig ist. Die drei Leute haben gezeigt, doch, es passt zusammen, echter Zufall und gleichzeitig Korrelation. Und dafür habe ich natürlich auch ein Würfelspiel quasi. Und jetzt möchte ich mal bitten, hier die Regie, da einmal so die beide gleichzeitig, ha, perfekt. Mit diesem Bild machen wir den Übergang vom gequetschten Licht zum verschränkten Licht. Der Übergang ist im Grunde genommen sehr, sehr klein. Wir haben aber jetzt zwei Würfel. Beide sind echt zufällig. Aber es kommt immer ein Pasch. Und jetzt kann ich Ihnen erklären, was Quantenkorrelationen sind. Diese Würfel sind natürlich nicht echt zufällig. In der klassischen Physik, die wir kennen, gibt es gar keine echte Zufälligkeit, weil wir immer argumentieren können, auf molekularer Basis gab es immer einen Grund, warum ein Würfel so fällt, wie er fällt. Auch wenn wir den Grund nicht kennen, das würde man Pseudo-Zufall nennen. Also wenn etwas zufällig erscheint, aber es gibt einen Grund dahinter, den wir nicht kennen, ist ein Pseudo-Zufall. In der Quantenphysik haben wir aber den echten Zufall, das heißt, wir schließen aus, dass es einen Anlass dafür gibt. Und jetzt Einsteins Argument, diese beiden Würfel sind in verschiedenen Zimmern und Sie beobachten nur den einen. Ja, der fällt echt zufällig, aber dann können Sie natürlich dem anderen rüberrufen, ich weiß, was du gerade gewürfelt hast. Das heißt, wenn ich in der Quantenphysik zu dem Ergebnis komme, es gibt den echten Zufall und es gibt Korrelation, dann gibt es die Möglichkeit, den echten Zufall durch eine andere Messung vorherzusagen. Und damit ist Einsteins Argument gegen die Quantentheorie komplett ausgeräumt. Und die Quantentheorie ist damit eine vollständige Theorie. Eine Quantentheorie kann eben nicht sagen, dass jetzt eine 2 fällt, weil das echt zufällig ist. Aber die Quantentheorie kann sagen, wenn eine 2 fällt, dann fällt der andere Würfel auch auf eine 2. Das habe ich hier nochmal in Worte gefasst. Statistik zweier Zufallsprozesse, wenn beide echt zufällig und korreliert sind, dann ist das Quantenverschränkung. Wenn Sie nur einen Zufallsprozess haben und Sie können durch die ersten Messungen die nächsten vorhersagen, dann ist das ein gequetschter Zustand. Also beides hängt sehr eng zusammen. So, jetzt gehe weiter. Ja, so, also nochmal auf die Prozentzahl zu sprechen zu kommen. Von diesen ganzen Verschmelzungen von schwarzen Löchern und Neutronensternen gehen ungefähr 25%, hängt vom Detektor ab, oder bis zu 40, bis zu 50% davon konnten nur deswegen gemessen werden, weil wir dieses gequetschte Licht eingebaut haben. Und ich habe darüber einen populärwissenschaftlichen Artikel geschrieben, 2021, und habe den genannt, Einstein wäre doppelt verblüfft. Er hat ja die Gravitationswellen vorhergesagt, aber er wusste auch, dass die ganz, ganz, ganz schwach sind. Und er wäre sicherlich verblüfft, wenn wir heutzutage Gravitationswellen messen, damit ein neues Fenster zum Universum aufmachen, was über schwarze Löcher
erfahren können, die keinerlei Licht abstrahlen und gleichzeitig, also seine Theorie, seine allgemeine Relativitätstheorie, und gleichzeitig eine Quantenkorrelation benutzen, die ihm nicht gefiel, um diese Observatorium auch noch besser zu machen. Und das ist erschienen bei Physik in unserer Zeit. Und ich glaube, da ist sogar freier Zugang. Das heißt, Sie könnten, wenn Sie das jetzt merken, könnten Sie sogar den Artikel bekommen. So, damit bin ich am Ende meiner Präsentation heute. Ich möchte noch mal ganz kurz durch die wichtigen Punkte gehen. Gravitationswellen werden von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie vorhergesagt und entstehen, wenn schwere Massen stark beschleunigt werden. Im Grunde genommen machen das alle Massen, wenn die beschleunigt werden. Aber erst, wenn man schwarze Löcher hat, kriegt man was Messbares, auch wenn die sehr weit weg sind. 2015 wurde das erste Mal ein Gravitationswellensignal gemessen. Hier sieht man es nochmal, wie die Lichtleistung rauf und runter geht. Und das bedeutet wirklich, der Raum ist gedehnt worden, ja, und ist geschrumpft. Gedehnter Raum, das kennen Sie, macht eine Rotverschiebung. Das heißt, wir haben hier abwechselnd Rotverschiebung, Blauverschiebung. Und so kann man auch die Funktionsweise eines Gravitationswelleninterferometers erklären. Wann genau Photonen aus einem Laserlichtstrahl gemessen werden, ist ein echter Zufallsprozess innerhalb der Kohärenzlänge des Lichtes, sagt man auch. Und dieses Photonenzählrauschen macht dieses Rauschen zum Teil hier aus. Vor allem diese schnellen Fluktuationen, das hier ist Photonenrauschen. Diese etwas langsameren, das ist eher Brownsche Bewegung der Spiegeloberfläche, die da stört. Und wir benutzen jetzt eben ja, Quetschlaser, wie man ihn da sieht, um die Observatorien zu verbessern. Und das sind, gequetschtes Licht ist das Paradebeispiel für Quantenkorrelation. Nicht ganz so bekannt wie verschränktes Licht, aber immerhin hier eine echte Anwendung. Also es gibt eigentlich, ich kenne kein anderes Beispiel, wo Licht oder wo irgendein System mit Quantenkorrelation benutzt wird, um einen echten Messapparat zu verbessern, in einer Art und Weise, wie man es anders nicht hätte machen können. Da sind Gravitationswellendetektoren meines Wissens nach die einzigen Beispiele, die es gibt. So, und ja genau, seit 2019 weltweit alle Gravitationswellendetektoren benutzen das. Ich möchte Ihnen noch ganz kurz ein Foto von meiner Arbeitsgruppe zeigen, damals in Hannover. Das ist hier ein Foto, was die Leute zeigt, die wirklich diesen ersten Quetschlaser gebaut haben. Da war mein Team ja recht groß. Also denen möchte ich auf jeden Fall allen danken. Und jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.